Liebe Fußballfans, Leverkusen ist bereit. Ich hoffe, ihr seid's auch. Ganz liebe Grüße aus der Bayer-Arena. Ich bin Florian Schmidt-Sommerfeld und habe die Ehre, mit Jan Platte das Spiel für euch nach Hause zu reportieren. Auf dem Programm also dieses Spiel heute aus der Bundesliga. Bayer Leverkusen gegen den FC Bayern München. Jetzt kann es endlich losgehen. Wir freuen uns drauf. Das wird definitiv interessant, diese beiden Teams, die so gut drauf sind, im direkten Duell zu erleben. Willkommen aus der Bayer-Arena, liebe Fußballfans. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Durch die Partie begleiten Sie und euch, wie immer, Florian Schmidt-Sommerfeld und Jan Platte. Und wir freuen uns auf diese anstehende Bundesliga-Partie. Bayer Leverkusen gegen den FC Bayern München. Ich freue mich sehr auf dieses Spiel. Das verspricht eine Menge. Diese beiden Mannschaften im direkten Duell, ja, das kann eigentlich nur großartig werden. Hier geht Bayer Leverkusen das Spiel an. Tor Lukas Radetzky. Odilon Kusunu spielt mit Jonathan Tah in der Abwehr. Granit Xhaka steht mit Robert Andrich auf den zentralen Positionen. Und im Sturm soll es eine einzige Sturmspitze richten. Und das ist die Startaufstellung von Bayern München. Im Tor ist Manuel Neuer. Eric Dier spielt mit Dayo Upamecano in der Abwehr. João Palhinha steht mit Konrad Leimer im Zentrum. Und im Sturm Harry Kane. Auf geht's, Leverkusen eröffnet also die erste Hälfte. Der ist für Musiala. Der ahnt hier, der weiß wahrscheinlich sogar, der Ball, der kommt nicht auf den Tor. Deswegen bleibt der Schmizo, glaube ich, auch so cool. Na, macht er gut, knallt den Ball einfach mal hinten raus. Knapp daneben. Trippong. Xhaka. Jonas Hofmann. Wirtz. Jetzt könnten sie mal über die Außenbahn gehen. Und der sieht gut aus. Ja, bringt der Ball ganz sicher raus aus der Gefahrenzone. Palhinha. Ja, ich denke, um den kommt man nicht drum rum. Genialer Fußballer. Florian Wirtz. Das ist die Chance der Führung. Und da sind sie ganz früh im Spiel. Direkt ganz nah dran. Das muss fast schon die Führung sein. Ja, und sie hätten den Traumstart hinlegen können. Das wird sie definitiv ärgern. Mal gucken, wie lange sie begleitet, diese Chance nicht genutzt zu haben. Und Victor Boniface. So, und jetzt ist die Torjagd eröffnet. Das ist
nächste Wiederholung. Wir sehen diesen wunderbaren Pass vorne rein von Florian Wirtz. Und dann aus der Halbdistanz. Klasse gemacht. Gibt es nichts zu halten. Der Schuss mit zu viel Schmackes, mit zu viel Präzision. Und jetzt sind die Bayern gefordert. Weiter geht's. Jetzt braucht es eine Antwort, eine Steigerung nach diesem Rückstand. Jetzt Kingsley Coman. Und macht er den jetzt, dann ist es der Ausgleich. So, Torwart, sehr gut gehalten. Leverkusener Ballverlust. Ja, Teamkollegen bieten sich gut an, er hat die freie Auswahl. Der ist für Boniface. Ja, Ball raus aus der Gefahrenzone. Ja, sehr gut geführt den Zweikampf. Ist hier ein Platz, flankt er. Und verliert da, glaube ich, so ein bisschen die Geduld, dass er jetzt von da abzieht. Ja. Hat jeder gesehen. Geht so weit vorbei, da hat im Prinzip nichts gestimmt. Alfonso Davis, hohes Zustellen. Und schon ist der Ball wieder weg. Kane. Ja, sie haben ein bisschen Platz, sie haben ein bisschen Zeit zum Kontern. Das hätte eine dicke Torschance geben können. Im eigenen 16er gekehrt. Ja, Wirtz. Und jetzt hat er die Chance. Hält diesen Ball aber noch nicht zu Ende, die Situation. Spielt hier den Ball zurück nach hinten. Gut gemacht, den Ball geholt. Florian Wirtz. Vielleicht jetzt die Chance zu flanken. Das bleibt noch mal heiß. An das Publikum, der soll jetzt mal abziehen. Ganz dankbares Ding für Manuel Neuer. Sané. Oh ja, mit ganz viel Einsatz. Vielleicht jetzt die Chance auf außen für Joshua Kimmich. Das ist eine gute Gelegenheit. Boah, was ein 1-1-Duell. Und der Torwart gewinnt am Ende. Bleibt los, bleibt ruhig und verhindert das Tor. Wenn du das Lob in Richtung Keeper ausschüttest, dann kritisiere ich ein bisschen. Der Abschluss ist für mich nicht gut genug. Jetzt der Eckball in die Mitte. Mit dem Eckball hat die Abwehr keine Probleme. Weiter zu Sané. Jetzt haben alle erstmal Ruhe, Ball rausgefaustet. Ja, da wollen sie am liebsten ganz vorne schon ins Pressing gehen. Und dann ist Schluss mit Halbzeit Nummer 1. Kurze Pause in der Bayer Arena. Vor der Pause gut unterwegs, Victor Boniface, immer gefährlich. Das macht Spaß bislang, zuzugucken, hat die Führung erzielt, macht ein klasse Spiel. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. So, auf geht's, Durchgang 2. Bin gespannt auf die Reaktion der Bayern. Also mal mindestens ein Tor brauchen sie, wenn das heute nicht schief gehen soll. Über den Flügel könnten es die Bayern jetzt spielen. Und das ist die Chance, hier auszugleichen. Er kann diesen Ball parieren. So, bei einem FC Bayern also Personalwechsel. Neu auf dem Feld, die Nummer 3, Dieter Kehr.
Was bringt die Ecke von Joshua Kimmich? Grimaldo. Das ist gut gemacht, der hohe Ballgewinn. Die Chance zum Ausgleich. Das ist erstklassig verteidigt. Super Ballgewinn. Trepong. Alejandro Grimaldo. Florian Wirtz. Trepong. Ah, Bayer Leverkusen. Das ist zielstrebig gespielt gerade. Kann er den jetzt reinmachen? Und Neuer, wie hält er den denn? Er versucht, dicke Chance. Unglaublich, das ist sein Tag, der schnürt den Doppelpack. Super schwer für die Abwehr, sich aus diesem Druck, aus diesem Pressing zu befreien. Der hohe Ballgewinn, dann ist der Weg ganz kurz zum Tor. Den machen sie natürlich rein. Und weiter geht's mit dem Stand von 2 zu 0. João Palhinha. Guerrero. Musiala. Palhinha. Konrad Leimer. Dayo Upamecano. Leverkusener Ballverlust. Jo. Stoß. Also konsequent reingehen ist das eine, aber Jan, der war einen Tick zu hart, oder? Finde ich auch. Dafür gibt es zu Recht die gelbe Karte, ja, die musst du geben. So, wir sehen es. Frisches Personal bei Leverkusen ist bereit. Ja, und Leverkusen gibt die Kugel her. Ball bei Harry Kane. Ja, sind drin, obwohl 2 Tore zurück, die blasen so ein bisschen zur Aufholjagd. Ja, genau so kann man es formulieren. Gar nicht schlecht jetzt, dass sie auch wieder aktiver werden. Jeremy Frimpong. Capier. Florian Wirtz. Ja, da machen sie den Passweg gut zu. Joshua Kimmich. Und Harry Kane. Oh, das ist ein sehr guter Ball hinter die Kette. Und das ist eine gute Chance. Ja, super Parade. Gut gemacht. Die Bayern wechseln hier aus. Die Nummer 42, Musiala. Neu auf dem Feld, die Nummer 7, Serge Gnabry. Joshua Kimmich beim Eckball, bringt ihn rein. Die klären sie nicht so wirklich gut. Oh, der war wichtig. In Capier. Florian Wirtz. Ja, da könnte etwas gehen. Und das war super antizipiert. Von der Abwehr. Wenn er den nicht hat, wird es richtig gefährlich. Piero in Capier. 10 Minuten sind es hier noch bis zum Ende der regulären Spielzeit. Eric Dier. Dayo Upamecano. Schöner Ball. Was machen Sie daraus? Ah,
der kommt nicht schlecht, der Ball. Oh, es geht doch nichts über so einen geilen Distanzschuss und fast hätte es geklingelt. Ja, fast für den Mut belohnt worden. Großartig, der Versuch. Alejandro Grimaldo. Jetzt. Ah, und da ist er da. Ball erstmal weg. João Palhinha. Kane. So, da haben wir die ganze Zeit noch zwei. Da hat alles abgefangen, aber noch nicht ganz geklärt. Und das ist es gewesen. Bayer Leverkusen holt sich also 3 Punkte in der Tabelle. Sie gewinnen dieses Spiel mit 2 Toren Vorsprung. Es ist eine ziemlich klare Angelegenheit und sie können mit ihrer Leistung absolut zufrieden sein.